Zeichen bekommen, dass wir starten können. Da kommt auch noch unsere zweite Referentin. Das ist auch gut für den Start. Ich begrüße Sie alle herzlich an diesem schönen goldenen Oktobertag bei uns an der Hochschule Harz zu der Veranstaltung Nachhaltige Entwicklung im Harz, Perspektiven aus Hochschulsicht. Wenn man da jetzt noch gleich zu uns stößt. Sie haben es gesehen, wir haben hier sozusagen den Zugang an einer Baustelle vorbei. Das sind, ist für diejenigen, die sich fragen, was wird denn da eigentlich gerade gebaut? Der wachsende Bau unseres Hochschulsportzentrums, wo wir uns sehr freuen, dass dort im Prinzip dann im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, hoffentlich, wie gesagt, wieder tolle Bedingungen halt haben für unsere Studierenden, was den Hochschulsport angeht. Und für diejenigen, die auf dem Parkplatz auf der anderen Seite der Friedrichstraße geparkt haben, die haben gesehen, dass da auch große Bautätigkeiten sind. Das ist unser neues Campuszentrum, weil viele, die praktisch hier auf den Campus kommen, wissen, dass man den von ganz unterschiedlichen Seiten im Prinzip ansteuern kann, aber eigentlich gar nicht genau weiß, wo der Anlaufpunkt ist. Und so wollen wir einen zentralen Anlaufpunkt schaffen für Gäste, aber auch für die Studierenden, sodass alle zentralen Dinge, die praktisch von Studierenden zu erledigen sind, möglichst an einem zentralen Punkt halt dann gebündelt sind. Also Sie sehen, wenn wir über nachhaltige Entwicklung sprechen, dann haben wir auch viele Ideen, wie wir uns nachhaltig weiterentwickeln wollen. Aber das ist jetzt nicht das Kernthema der heutigen Veranstaltung. Die Veranstaltung selber wird heute wieder auf dem YouTube-Kanal der Hochschule übertragen. Und ebenso wie die Veranstaltung der Kinderhochschule ist das Ganze dann halt auch im Nachgang noch abrufbar an der Stelle. Sie wissen, Corona ist noch nicht vorbei. Es gibt im Moment keine Verpflichtungen mehr, keine Auflagen, aber durchaus natürlich den Hinweis, dass man sich durch Masken schützen kann. Und wer das machen möchte, der ist dazu auch hier heute natürlich sehr herzlich zu eingeladen. Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, vielleicht noch kurz ein Hinweis auf die nächste Veranstaltung der Generationenhochschule am 15. November hier im Audimax. Ein wichtiges, aber halt kein so ganz einfaches Thema. Es lautet: Selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Sterben. Ist die Suizidassistenz das, was unserer Gesellschaft gefehlt hat? Und diese Veranstaltung wird durchgeführt gemeinsam mit dem Hospizverein Wernigerode e.V. Und das Thema wird aus unterschiedlichen Sichten beleuchtet. Unser Kollege Professor Dr. Christoph Goos, der aktuell der Leiter der Rechtsabteilung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Braunschweig ist und zu diesem Thema halt auch sehr ausgewiesen wird, referieren. Dazu kommt Professor Dr. Friedemann Nauck von der Universität Göttingen. Er ist dort der Direktor der Klinik für Palliativmedizin. Und Professor Dr. Henrike Stanze von der Hochschule Bremen, die den Pflegebereich beleuchtet. Also die ist Professorin im internationalen Studiengang für Pflege mit dem Schwerpunkt Beratungsschulung in Case- und Care-Management. Die werden dieses Thema halt von unterschiedlichen Sichten dann beleuchten an der Stelle. Ja, ansonsten, was passiert noch an der Hochschule? Ab dem 24. Oktober bis zum 4. November ist mal wieder ein Schnupperstudium geplant. Also Schülerinnen und Schüler können das die Herbstferien nutzen, um bei uns in die Vorlesungen hinein zu schnuppern und sich von einem Scout, einem Studi-Scout, den Campus zeigen zu lassen. Und die Anmeldung ist in dieser Woche noch bis zum 14. Oktober unter der Bezeichnung www.hsharz/schnupperstudium möglich. Es laufen auch zwei Kunstausstellungen, eine hier vorne im Foyer, vor dem Audimax mit dem Thema Inspire, das sind fotorealistische Porträts von Denise Gebhardt, und in der Villa läuft aktuell die Ausstellung über die Villa selbst, Dokumentation der über 100-jährigen Geschichte mit den jeweiligen zeitgeschichtlichen Parallelen, die sozusagen in den Phasen der Villanutzung dort jeweils zu beobachten waren. Ja, das waren noch ein paar Hinweise. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema und den beiden Referenten. Zum einen freuen wir uns, dass Professor Dr. Andrea Heilmann dabei ist. Sie ist Dekanin am Fachbereich Automatisierung und Informatik bei uns hier an der Hochschule
und kümmert sich seit langem im Bereich Forschung und Lehre um nachhaltige Entwicklung mit den Schwerpunkten Klimaschutz, Umwelttechnik, Nachhaltigkeitsmanagement. Wir haben bei uns auch seit langem eine Kommission für die nachhaltige Hochschule und da ist sie die Leiterin, Vorsitzende dieser Kommission. Und praktisch von Ihnen aus links ist Professor Dr. Hardy Punt, der ist Professor im Bereich Geoinformationssysteme, also ein Informatiker, der zurzeit auch das Amt des Prorektors für Transfer und Digitalisierung der Hochschule Harz innehat. In diesem Zusammenhang können wir wahrscheinlich auf eine Premiere hinweisen, denn heute sind hier alle Mitglieder des Rektorats, die ich jetzt nicht mehr einzeln noch vorstellen möchte, anwesend. Das zeigt nochmal, dass dieses Thema nachhaltige Entwicklung im Harz uns alle hier sehr, sehr sozusagen bewegt und wir das gemeinsam als Hochschulleitung auch vorantreiben wollen an der Stelle. Wenn Sie Hardy Punt nochmal googeln oder in die Buchhandlung gehen, finden Sie von ihm nicht nur Veröffentlichungen zum Thema Informatik, sondern auch Krimis. Er ist sozusagen nebenbei noch jemand, der Krimis schreibt. Ich finde tolle Krimis, also wer Lust hat, kann auch ein Krimi von Hardy Punt nochmal sozusagen zum Einschlafen oder auch nicht einschlafen lesen an der Stelle. Genau. Ja, also von daher, glaube ich, haben Sie einen Eindruck, wer heute referiert. Und ich übergebe das Wort gerne Andrea Heimann und Hardy Punt. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Sicht, von meiner Seite. Ja, wir freuen uns, dass doch einige gekommen sind, das Thema, was wir sehr spannend finden, mit uns zu teilen und vielleicht dann auch im Nachgang mit uns zu diskutieren. Wir wurden ja schon vorgestellt, von Personen von Hause aus bin ich Umwelttechnikerin, also Umwelt- und Wasserwirtschaft studiert und bin sozusagen seit meinem Studium irgendwie mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit verbunden und nach dem Studium bin ich jetzt mittlerweile schon 22 Jahre hier im Harz und das, was wir hier an der, was unser Beitrag für nachhaltige Entwicklung in der Region ist, das wollen wir heute zusammen präsentieren. Ja, Herr Roland hat es schon erwähnt, Geoinformationssysteme, das ist mein Spezialgebiet. Das ist so die eine Hälfte Geowissenschaften, die andere Hälfte Informatik. Bin aber trotzdem froh, dass ich hier in den Kollegenkreis der Informatikerinnen und Informatiker aufgenommen worden bin. Und ich hatte das Vergnügen, mit Andrea Heimann in den vergangenen Jahren diverse Projekte auf studentischer Ebene, Drittmittelprojekte und so weiter durchzuführen. Und darauf gehen wir heute unter anderem auch ein. Genau, also wir beide, wir sind, wie wir sagen, schon länger hier an der Hochschule und wir sehen uns als in der Hochschule, dass wir sozusagen Teil der Region sind und wollen sozusagen auch, also das ist nicht nur unsere Sicht, sondern auch die Sicht der Hochschule, in die Region wirken und ich glaube, die Region kann in vielfältiger Weise von einer Hochschule profitieren, aber wir brauchen natürlich auch immer den Austausch mit allen Akteuren hier vor Ort. Und das ist die Frage, die wir voranstellen wollen, wo Sie dann in der Pause auch Zeit haben, Ihre Ideen, wenn Sie sie nicht sofort hier äußern wollen, an Kärtchen aufzuschreiben. Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit der Hochschule Harz? Wir haben in verschiedenster Art und Weise, sind wir natürlich immer im Austausch und erfragen die Erwartungen, um sozusagen auch eine Zusammenarbeit so zu organisieren, dass sie quasi eine Win-Win-Situation für beide Seiten ergibt, also sowohl für die Lehre, Forschung, aber auch für den Transfer, aber auch für die Studierenden, dass sie in der Region sich verankern, für die Unternehmen, dass sie Zugang haben. Also hier ist ein Beispiel mal dargestellt, was erwarten Unternehmen denn von der Hochschule, von ihrer Mitarbeit, von ihrem Engagement. Und sie erwarten quasi von uns, dass wir die Arbeitskräfte der Zukunft ausbilden, aber auch, dass sie partizipieren können an neuesten technologischen Entwicklungen, dass wir sie miteinander vernetzen, dass die Vernetzung zwischen Hochschule und Unternehmen quasi zum gegenseitigen Nutzen stattfindet. Und unsere Veranstaltung heute sehen wir auch so ein bisschen, wo wir vielleicht nicht ganz so viele Informationen haben, ist, was erwarten wir von Bürger, was erwarten Bürgerinnen und Bürger denn von uns? Und vielleicht können wir dadurch heute im Austausch stehen.
Wir haben uns im Vorfeld überlegt, was wollen wir alles präsentieren und haben festgestellt, dass wir eine Menge Punkte haben, die wir gerne vorstellen wollen. Ich hoffe, wir überfrachten es nicht. Also zuerst wollen wir anfangen, Ihnen kurz zu sagen, was ist eigentlich die Ausgangssituation, warum macht eine Hochschule das eigentlich, was ist die Rolle, was ist Transfer und von meiner Sicht, was ist denn nachhaltige Regionalentwicklung. Und dann wollen wir an verschiedensten Beispielen mal illustrieren, wie unterschiedlich die Möglichkeiten sind, was wir in der vergangenen Zeit schon in der Region mit verschiedensten Akteuren aus der Region zusammen entwickelt haben und vielleicht so ein bisschen Ideenanstöße zu geben, was man in Zukunft noch weitermachen kann. Ein besonderer Aspekt ist, dass wir natürlich durch die Hochschule, durch Forschungs- und Entwicklungsprojekte natürlich einen Pool haben von jungen Leuten, die vielleicht auch gründen wollen. Und das ist sozusagen ein Thema, der Harz, eine Gründerregion. Wo stehen wir da? Was können wir zukünftig noch besser machen? Was sind unsere Pläne? Und im letzten Schritt oder das letzte Thema, was wir noch aufrufen wollen oder vorbereitet haben, ist, alle zu motivieren, vielleicht selber mal Forscher zu werden. Das Thema Citizen Science wollen wir vorstellen und Themen, wie können Bürger und Wissenschaftler zusammen forschen. Genau, das ist der Fahrplan, sieht schon mächtig umfänglich aus und ich hoffe, wir schaffen das in der uns vorgegebenen Zeit. Dann. Ja, und wir haben das so ein bisschen aufgebaut, natürlich auch wie ein Krimi, ne? Es fängt langweilig an und dann wird es immer spannender. Deswegen langweile ich Sie jetzt erstmal mit zwei Definitionen. Es geht um Transfer, was können wir für die Region tun? Und da hat sich in den letzten Jahren so ein drittes Standbein neben diesen traditionellen Standbeinen Forschung und Lehre aufgetan. Und das ist eben der Transfer in die Gesellschaft, wie man so schön sagt. Und Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, das sehen Sie da. Da versuchen wir also in Kooperation mit ganz unterschiedlichen Institutionen, Organisationen, mit Behörden, mit der Industrie in Kontakt zu treten. Und ein weiterer Begriff, der sich da herausgebildet hat in den letzten Jahren, das ist der Begriff der Third Mission. Heutzutage ist ja ganz viel immer auf Englisch, die dritte Mission. Ja, und was ist nun diese dritte Mission? Hängt ganz, ganz, ganz eng zusammen mit dem Transfer. Wie Sie sehen, Aktivitäten, die nicht ausschließlich den Bereichen Lehre und Forschung zuzuordnen sind. Ja, da kann man sich nun sagen, da haben wir es uns leicht gemacht. Es gibt irgendwas an der Hochschule, das ist weder Lehre noch Forschung. Und deswegen brauchen wir irgendwie einen dritten Begriff. Aber ganz so ist es nicht. Wir versuchen wirklich, und das ist, glaube ich, auch, darf ich so sagen, ein Ziel des neuen Rektorates, die Region Harz hier zu verflechten mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Deswegen Transfer und Third Mission steht sozusagen jetzt als dritte Säule neben der Lehre und der Forschung in unserer Hochschulstrategie. Und da macht man sich dann Gedanken, was bietet denn unsere Hochschule? Und unsere kleine, aber feine Hochschule bietet eben eine ganze, ganze Menge. Dabei ist diese Abbildung herausgekommen. Sie sehen da in diesem Pfeilchen ganz viele unterschiedliche Themen. Und wenn man durch unser Kollegium an Professorinnen und Professoren schaut, dann sieht man diese Themen tatsächlich repräsentiert. Ne? Sie sehen da so mehr so naturwissenschaftlich-technische Themen, Wasser, Agrar, Forst, Klimawandel, aber auch hier Industrie 4.0, Soft Services, ne, Informatik, regenerative Energien, Verkehr. Aber wir haben eben auch Themen, die die Wirtschaft betreffen, die die Demografie betreffen, die statistische Auswertungen betreffen und das wissen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wir haben auch einen ganz starken Tourismusbereich an unserer Hochschule. Und last but not least merkt man schon, aha, das eine betrifft so mehr den Fachbereich Automatisierung und Informatik, das andere den Fachbereich Wirtschaft, aber wir haben ja auch noch in Halberstadt den Fachbereich Verwaltungswissenschaften und die Kooperation mit Behörden, zum Beispiel wieder im Rahmen der Digitalisierung und so weiter, spielt auch eine wichtige Rolle. Und dann sehen Sie dann noch so ein paar Begriffe, ne, regional, lokal, wir wollen das also nicht. Wir können das natürlich auch in der großen, weiten Welt machen, ne? Aber wir wollen vor allem hier unsere Region im Auge behalten, von der lokalen über die regionale Ebene auf die Landesebene. Und einige der Begriffe, die Sie hier in diesem Kreis herumsehen, ganzheitlich, nachhaltig, transparent, ich glaube, diese Begriffe werden das ein oder andere Mal nochmal wieder fallen. Ja, worum geht es also? Wir wollen Ihnen anhand von vielen, vielen kleinen
Beispielen zeigen, dass Transfer und Third Mission eine sehr große Bedeutung für uns haben. Und wir haben da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. So traditionell bekommt man also eine Hochschule, wenn man einen Antrag gestellt hat, Gelder von unterschiedlichen Fördermittelgebern. Ne? Die Deutsche Forschungsgemeinschaft zum Beispiel, die gibt dann Geld und dann darf man forschen. Oder das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, der DRAD, viele andere. Wir machen aber auch Forschung und Transfer zusammen mit Industriebetrieben, auch mit Behörden. Letztere geben meistens nicht so viel Geld, manchmal auch gar nichts, aber nun. Aber verweisen möchten wir auch, und auch dafür haben wir Beispiele, auf sogenannte non-monetäre Kooperationen. Da gehen wir zum Teil auch in den studentischen Bereich. Wir machen sehr viele Projekte mit Studentinnen und Studenten, auch in Kooperation wieder mit Partnern, die gar nicht unmittelbar zur Hochschule gehören. Und unsere Stärke, denke ich, sind da unsere drei Fachbereiche Wirtschaft, Verwaltung und Automatisierung und Informatik. Ja, und das Ganze geht dann in einen großen Rahmen. Und den großen Rahmen überlasse ich dir. Genau. Ja, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann versteht jeder, glaube ich, etwas anderes darunter. Was ist nachhaltig? Die einen sagen nachhaltig, das ist Umweltschutz. Die anderen sagen nachhaltig, das ist eine wirtschaftliche Entwicklung. Und jeder hat quasi seine eigene Vorstellung. Und wenn wir sozusagen in der Lehre versuchen, erstmal die Grundlagen zu schaffen, was ist Nachhaltigkeit, dann ziehen wir uns zurück und sagen, ja, die Weltgemeinschaft, die hat quasi so eine große Vision entwickelt und hat gesagt, wenn wir uns nachhaltig entwickeln wollen, dann bedeutet es, dass wir diese 17 Nachhaltigkeitsziele im Blick halten sollen. Also das heißt, es gibt weltweit eine einheitliche Einschätzung, was wollen wir eigentlich erreichen. Man kann sagen, wir wollen uns so entwickeln als Gesellschaft, als Region, also eine wirtschaftliche Entwicklung anstreben, aber die soll alle mitnehmen, also soziale Aspekte berücksichtigen, wie Gesundheit, wie Bildung, wie Chancengleichheit und als drittes dann auch Umweltaspekte berücksichtigen. Also das heißt, die Umweltaspekte, die häufig so in den Vordergrund gestellt werden, sind ein Teil dieser nachhaltigen Entwicklung. Und das kann man sehr schön auf eine nachhaltige Regionalentwicklung übertragen. Das heißt, die Harzregion möchte oder sollte sich so entwickeln, dass es eine wirtschaftliche Entwicklung gibt, die aber soziale Aspekte wie Arbeitsplatzsicherheit, Zugang zu Bildung, Zugang zu sozialen Aktivitäten ermöglicht und aber gleichzeitig auch die natürlichen Ressourcen schont. Das wäre sozusagen eine Vision für die nachhaltige Entwicklung in einer Region, in der Harzregion. Und wenn ich gesagt habe, das waren Ziele, diese 15 Nachhaltigkeitsziele, die schon 2015 verabschiedet wurden, die mittlerweile in ganz viele gesellschaftliche Bereiche Einzug gehalten haben, sei es in die Unternehmensaktivitäten von Unternehmen, die nach Nachhaltigkeitszielen arbeiten, oder in die Hochschule, die eine Nachhaltigkeitsentwicklung oder Strategie hat, oder eben auch in Regionen, dann sind diese Ziele quasi so breit, dass man dann wiederum sehen muss, wie kann man sie denn ganz konkret fassen für eine einzelne Region oder für eine bestimmte Gesellschaft. Deshalb habe ich immer aufgeschrieben, die Ziele gelten weltweit, aber wie man sie dann umsetzt, wie man sie adressiert, mit welchen Maßnahmen, das ist natürlich ganz universell. Und wenn wir uns fragen, machen die Hochschulen das jetzt freiwillig oder ist es auch ein bisschen eine Pflicht, dann haben wir gehört, Transfer ist quasi unsere dritte Mission, also schon unsere Pflicht. Und auch nach unserem Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten, ist natürlich eine Freude, ein interessantes Thema, aber ist auch in der Zielvereinbarung, die Hochschulen mit dem Land abgeschlossen haben, enthalten. Dort steht, dass wir einen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung leisten sollen. Und wir haben auch in den Hochschulentwicklungsplänen, die immer regelmäßig die Aufgaben für vier Jahre abstecken, auch das Thema Nachhaltigkeit neben Digitalisierung und demografischen Wandel und Internationalisierung mit in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, wir als Hochschule sehen uns als ganz wichtigen Mitspieler, Impulsgeber, Akteur für eine nachhaltige Entwicklung
in der Region. Und jetzt kommen wir mit einer kleinen Doppelung, wollten wir eigentlich noch verschieben, aber hier kommt es nochmal. Wie können wir das machen? Also wir können auf ganz unterschiedlicher Ebene zusammenarbeiten. Also das heißt, wir können separate Forscher einstellen, Forschungsprojekte entwickeln, vielleicht auch, nicht nur, vielleicht auch Publikationen schreiben, Tagungen besuchen, also in der Wissenschaftskommunikation aktiv sein. Wir können aber auch, und das denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, Studierende einbinden. Und dadurch, dass sie in der Region aktiv sind, lernen sie vielleicht die Region auch immer noch ein bisschen besser kennen und wollen dann auch nach ihrem Studium in der Region bleiben. Also ein Wunsch, den insbesondere auch die Unternehmen geäußert haben, Zugang zu Absolventinnen und Absolventen zu haben, also die Begeisterung zu wecken, wie gut, welche Aktivitäten hier in der Region eigentlich stattfinden, wo kann man sich zukünftig noch weiter einbringen. Genau. Und wie wir das gemacht haben, also mal so ein Strauß, wie unterschiedlich die Ansätze sind und welche Ergebnisse da herausgekommen sind, wie Studierende eingebunden wurden, welche Ergebnisse entstanden sind, das sind jetzt sozusagen die Themen, die wir anhand dieser Beispiele mal kurz vorstellen wollen. Und damit es nicht so langweilig wird, wechseln wir uns immer ab. Also deshalb geht es jetzt mit Hali Tempunt. Ja, ich beginne mal mit einem ziemlich großen Projekt, das jetzt Ende diesen Jahres ausläuft, unter dem Namen TransInno-LSA. Ein großes Verbundprojekt im Land Sachsen-Anhalt, insgesamt 14 unterschiedliche Projekte an drei verschiedenen Hochschulen. Da merken Sie, ne, die Hochschulen in Sachsen-Anhalt arbeiten auch zusammen, die Hochschule Merseburg, die Hochschule Magdeburg-Stendal und die Hochschule Harz. Und in diesem Verbundprojekt, ich sagte schon, im Land Sachsen-Anhalt 14 unterschiedliche Projektvorhaben, ging es um ganz eine große Bandbreite von sehr unterschiedlichen Projekten im Technikbereich, im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich. Also eine große, ein Potpourri von unterschiedlichen Projekten, was im Rahmen dieser innovativen Hochschule gefördert worden ist. Sie sehen also ein paar Themen, ne, demografischer Wandel, Digitalisierung, auch wieder das Gründerthema in einem Projekt, ein wichtiger Aspekt, soziale Herausforderungen, Prozessmodellierung und Ähnliches. Und das große Ziel hinter diesem TransInno-Projekt war eben, dass in Sachsen-Anhalt und über die Landesgrenzen hinaus Strukturen geschaffen werden, die vom gelebten Austausch zwischen Hochschulen, Gesellschaft und Wirtschaft profitieren. Und da haben wir wieder Transfer und Third Mission sozusagen in der Zielsetzung dieses Projektes. Ja, im Rahmen dieser innovativen Hochschule sind ganz viele unterschiedliche Dinge zu sehr unterschiedlichen Themen entstanden und es sind auch ganz unterschiedliche Formate entstanden. Und unter Format versteht man heutzutage alles, was irgendwie mit der Präsentation von Inhalten zu tun hat, in unterschiedlicher Form. Man kann da zum Beispiel auf die Homepage gehen und da findet man den Science Talk. Ne? Da finden Sie zu ganz vielen unterschiedlichen, sehr interessanten Themen Interviews, Darstellungen, Präsentationen zu Themen aus diesen 14 Projekten, die eben mit sehr unterschiedlichen Aspekten zu tun hat. Es gibt eine ganze Reihe von Videopräsentationen, einen kleinen Ausschnitt zeigen wir Ihnen gleich mal. Aber wie Sie sehen, ist die Welt zwar ziemlich digital, aber nur digital geht es auch nicht, das merkt man immer wieder. Es hat im Rahmen dieses Projektes viele, viele Austauschtreffen gegeben, Tagungen gegeben, wo man auch über Disziplingrenzen hinweg sich miteinander unterhalten hat. So, und diese junge Dame, die zeige ich Ihnen jetzt, weil im Rahmen des TransInno-Projektes auch ein großes Video entstanden ist. Groß sage ich deswegen, weil wir Ihnen das nicht gesamt zeigen wollen, sondern nur mal einen einzigen Aspekt, wo Sie aber auch sehen, oh, das hat tatsächlich Relevanz, das hat nicht nur wissenschaftliche Relevanz, sondern es hat Relevanz für den Alltag von Menschen, in diesem Fall älterer Menschen. Da geht es nämlich um unsere Musterwohnung, unsere darf ich sagen, die ist nämlich hier in Wernigerode. Und ein Projekt, das hier durch die Hochschule, durch eine Kollegin vom Fachbereich Verwaltungswissenschaften begleitet wurde. Wir setzen also jetzt mitten in diesem Video ein. Und Sie werden dann sehen, worum es da eigentlich ging.
Jetzt bin ich mal gespannt. So, wir sind jetzt hier gerade in Wernigerode angekommen. Ich stehe jetzt hier vor der Musterwohnung vom Projekt VTT-Netz. Aber ich muss sagen, ich finde die Namen schon ziemlich weird. V-Trans, MOFAG, MPAS, VTT-Netz. Klingt irgendwie so, als würde man das in einem Möbelhaus kaufen. Also ziemlich komisch. Hallo, aber wer ist denn da? Hier ist Johanna, hallo. Ich bin zur Smartphone-Sprechstunde angemeldet. Ja, ist denn die Vera zufällig dabei? Oh, da steht ja noch jemand, ja. Bist ja, du Vera? Ja, rein? Hi. Das wäre super. Na klar. Oh, sehr gerne. Hallo, ihr beiden, kommt doch bitte rein. Grüß dich. Sehr gerne. Soll ich zum Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Johanna, ich habe heute die Vera eingeladen, um ihr kurz die Wohnung zu zeigen. Mhm. Wir kümmern uns gleich um deine Smartphone-Anliegen. Ja, bitte. Und ja, ich bin dann gleich bei dir. Ist okay, ich setze mich da rein. Ja? Super, bis gleich. So, hi, ich bin Vera. Hi, ich bin Julia. Schön, dich kennenzulernen. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich stehe ja jetzt hier in der Musterwohnung vom VTT-Netz-Projekt. Das ist Julia und sie arbeitet hier mit. Ja, kannst du dich mal auch noch mal kurz vorstellen oder sagen, was du hier so machst? Ja, ich bin Projektmitarbeiterin im Projekt VTT-Netz. Das steht für Innovationsnetzwerk, vernetzte Technikberatung und Techniknutzung. Und ganz grob gesagt beschäftigen wir uns mit Seniorentechnikberatung. Es gibt ja viele Menschen, die wollen möglichst lange in ihrer Wohnung bleiben. Und wir glauben, dass Technik sie dabei unterstützen kann. Also zum Beispiel digitale Anwendungen wie Apps oder Smart Home. Und es gibt wahnsinnig viele Lösungen für ein selbstständiges und aktives Leben im Alter, aber kaum jemand kennt sie. Und wir glauben, dass Beratung da eine Lösung ist und versuchen hier in unserem Reallabor für Technikakzeptanz und soziale Innovation, wie gute Beratung, innovative Beratung funktioniert. Das ist ein Gehstock mit LED und Alarm. Und das Besondere an dem Stock ist, dass man ihn über USB laden kann. Ja. So, das ist genau. Das ist ja wirklich auch für andere Dinge voll praktisch. Ja. Richtig. Denn ein Thema aus der Wohnberatung ist Sturzvermeidung. Und Sturzvermeidung hat immer unmittelbar mit Ordnung zu tun. Also alles, was im Weg rumliegt, rumsteht, Deko, Zeitungsstapel oder auch umgefallene Gehstöcke, kann dazu führen, dass ich stürze und vielleicht in ein Pflegeheim gehen muss. Ja. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Bilder. Ja, sehr gerne, wenn du welche dabei hast. Ich habe welche dabei. Ja. So, Sekunde. Und deshalb glaube ich schon, dass das Verbundprojekt TransInno alles A mit all seinen Third-Mission-Aktivitäten das Potenzial hat, Lösungen zu fördern. Unter anderem ja auch für die Herausforderungen einer digitalisierten Gesellschaft. Die Projektnamen sind trotzdem ziemlich komisch. Fertig. Ja, ich glaube, man hat zumindest mal einen kleinen Eindruck gewonnen. Sie sehen technische Entwicklungen, die in der Gesellschaft, in diesem Fall in dieser Musterwohnung für Senioren, durchaus Anwendung finden können. Aber das muss ja dann auch kommuniziert werden. Ne? Und das hat man vielleicht ganz schön an der Mitarbeiterin hier gesehen, wie wir das gleichzeitig verbunden haben. Die Beratung über die Technik mit den Innovationen, die nicht zuletzt in den Ingenieurwissenschaften und in der Informatik geschaffen werden. Ja, und diesen Eindruck behalten Sie jetzt für sich, denn wir wechseln schon wieder das Thema und kommen in einen ganz anderen Bereich. Genau. Ja, wir hatten ja, Herr Punt hat gemeint, dass wir schon sehr lange zusammenarbeiten und das ist das Projekt, an dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Zu einer Zeit, als noch keiner über Klimaanpassungen nachgedacht hat oder sehr wenig Leute, haben wir ein Projekt gestartet vor 12 Jahren, zusammen mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz, was auch noch Region ist, um dort Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels zu identifizieren und gemeinsam mit ganz vielen Akteuren halt auch umzusetzen. Also das Projekt, was wir jetzt hier vorstellen wollen, was auch nochmal illustriert, wie lange auch eine Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Akteuren stattfinden kann, heißt Klimpass und Klimpass aktiv. Also Sie sehen schon, alle unsere Projekte haben alle sehr lustige Namen, weil das die langen Namen man nirgends in Formulare eintragen kann. Deshalb heißen die immer so eine lustigen Namen. Aber es geht hier um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Und wir wollen kurz vorstellen, was wir da gemacht haben, wie Studierende eingebunden waren, und aber auch, wie die Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort war. Ausgangspunkt war also, dass ungefähr vor 12 Jahren das Ministerium des Landes gesagt hat, wir brauchen eine Modellregion für Klimaanpassung und wir sollten das begleiten. Und in dem Fall war es das Schwierigste, war es überhaupt mal eine Modellregion zu finden, weil alle gesagt haben, Klimaanpassung, das machen wir später. Und im Mansfeld-Südharz gab es ja mal ein Starkregenereignis, was dann zu diesem Abgang von einem ganzen Acker in ein Dorf, das Dorf Riestedt, geführt hat. Und da war dann auch die Bereitschaft da, tatsächlich mal zu überlegen, was kann passieren, mit welchen Aktionen können wir denn eigentlich vorbeugen. Und es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen dann entstanden. Wichtig, und deshalb haben wir das Beispiel ausgewählt, dass nicht wir als Hochschule hingegangen sind und gesagt haben, wir haben eine Lösung, die müsst ihr jetzt umsetzen, sondern die Lösung ist zusammen entstanden mit den Akteuren, insbesondere der Verwaltung vor Ort. Das heißt, Sie sehen hier so Meetings, die ständig stattgefunden haben, um zu sagen, was sind denn die Punkte, die aus eurer Sicht besonders relevant sind, welche Rahmenbedingungen betreffen die Region, was ist die hauptsächliche Nutzung, wo sind die hauptsächlichen Probleme. Und wir haben dann über die Nutzung von Klimadaten, die als Berechnungs- oder Projektionsmodelle vorliegen, die diese eher subjektiven Befindlichkeiten auch abgeglichen mit tatsächlichen wissenschaftlichen Daten und dann eben überlegt, welche Schadenspotenziale können entstehen und welche Maßnahmen können dafür geeignet sein, diese Schadenspotenziale zu mindern. Also die Akteure vor Ort, die haben sich eben auf die Schwerpunkte dort entschieden für Stadtplanung, Bodenschutz, was haben wir ja schon gesehen, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft. Also das heißt, wir sind sozusagen immer gemeinschaftlich mit den Verwaltungen, mit den Organisationen vor Ort, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern vorgegangen. Es gab sehr viele Beratungen, sehr viele Begehungen, viele Diskussionen, braucht man das schon, braucht man es nicht, was können wir machen, was kostet das und so weiter. Im Ergebnis sind einige Maßnahmen entstanden, die jetzt mal zu aufgelistet wurden. Also ein ganz wichtiger Punkt war, dass das Problem Wasser, hier auf dem Beispiel mal dargestellt, Wasser ist entweder zu wenig oder zu viel da. Und der Umgang mit kleinen Gewässern, der ist in der öffentlichen Diskussion noch viel zu wenig berücksichtigt worden. Aber da war eigentlich das Problem, dass diese Gewässer nicht mehr ihre ökologische Funktion erhalten konnten und dass das in einen ganz normalen Prozess, wie die Gewässer schauen, mit integriert wird. Was bedeutet Klimawandel für die Gewässer? Das war eine Maßnahme. Eine zweite Maßnahme ist, die auch jeden eigentlich betrifft, ist, dass in den Regionen immer mehr sogenannte Neophyten, also Pflanzen auftauchen, die dort nicht hingehören und die dort durchaus zu einer Veränderung des Ökosystems führen. Ich würde gar nicht mal sagen zu einer Schädigung, aber es führt zu einer Veränderung und manchmal eben auch nicht zum Positiven. Und hier haben wir auch eine Sensibilisierung zum Umgang mit Neophyten als Maßnahme identifiziert. So auf die anderen Maßnahmen würde ich mal im Hinblick auf die Zeit gar nicht eingehen, aber ein ganz wichtiger Punkt war, dass man überhaupt gesagt, kann denn der Einzelne überhaupt was tun? Was sind denn Dinge, die man machen kann, die auch der Bürger und Bürger, die Bürgerinnen machen können, um im Prinzip sich an Klimawandel anzupassen oder die Folgen für die Region oder sich selber abzumindern? Und hier kamen jetzt dann unsere Studierenden mit ins Spiel, weil das Thema sollte ja auf eine vielfältige Art und Weise dargestellt sein. Und wir sind sozusagen zu den Studierenden der Medieninformatik gegangen und haben diese Studierenden gebeten, mal das Thema in einen Film umzusetzen, der aus ihrer Sicht für jedermann und jede Frau verständlich ist. Muss ich jetzt einfach hier drauf drücken? Ja. Und das war's nicht.
Wasser ist unsere wichtigste Ressource und Quelle des Lebens. Es verfügt aber auch über eine große zerstörerische Kraft. Durch den Klimawandel können regional begrenzte Starkregenfälle und dadurch lokale Überflutungen zunehmen. Wenn dadurch die Leistungsfähigkeit wasserwirtschaftlicher Systeme überschritten wird, treten erhebliche Schäden an Gebäuden und Infrastruktur auf. Die Versorgung wird beeinträchtigt. Bei Starkregen kann die Kanalisation das schnell zufließende Wasser nicht mehr ableiten. Dadurch und durch den Rückstau in den Rohren können Straßen und Flächen überflutet werden. Zur Entlastung der Kanalisation und zum Schutz von Gebäuden eignen sich Mulden-Rigolen-Systeme, wie in einem Gebiet der Stadt Sangerhausen stadtplanerisch vorgesehen. In einer Mulde sammelt sich das Regenwasser, welches über eine Rigole gezielt in die Kanalisation abfließt oder versickert. Eine zusätzlich eingebrachte Zisterne kann als weiterer Pufferspeicher dienen. Der Wasserzustrom in die Kanalisation wird somit entsprechend reguliert. Jedoch sind nicht nur lokale Überflutungen die Folge. Das Wasser kann auch direkt in die Gebäude eindringen, was zu erheblichen Schäden führt. Ist der Rückstau in der Kanalisation zu stark, wird das Abwasser in die Häuser zurückgedrückt. Um dies zu verhindern, sollten Eigentümer auf Rückschlagklappen als bewährte Gegenmaßnahmen achten. Diese bleiben bei Gegendruck geschlossen und halten so das Abwasser zurück. Wasser ist eine lebenswichtige Ressource. Lokale Starkregenereignisse hingegen können zu Überflutungen und zu hohen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen. Stadtplanerische Maßnahmen und die Eigenvorsorge der Hausbesitzer können bereits heute als Anpassungsmaßnahme an die Folgen des Klimawandels umgesetzt werden. Ich muss noch erwähnen, dass der Sprecher kein Student war. Also das war schon ein etwas älterer. Ja. Das ist wohl wahr. Trotzdem hat man gesehen, wie man eben insbesondere Studierende schön einbeziehen kann. Die haben nämlich diesen Film gemacht, das waren nicht wir. Ne? Das ja, in diesem Zusammenhang und weil es unser Projekt war, kann ich natürlich nicht ganz ohne mein Spezialgebiet auskommen. Sie sehen hier Karten, das sind alles digitale Karten. Im unteren Bereich sehen Sie sogenannte 3D-Landschaftsmodelle. Und wir haben im Rahmen dieser Projekte Klimpass und Klimpass Aktiv einen ganzen Map-Server, wie man dann so sagt, aufgebaut, haben aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen Daten zusammengezogen. Und es war am Anfang wirklich ein mühsames Geschäft, weil wir von den unterschiedlichen Protagonisten Daten ja, haben wollten. Auch gleich gesagt haben, bezahlen können wir nichts. Ne? Früher musste man ja viele Daten auch bezahlen. Und naja, selbst Behörden saßen auf ihren Daten und haben gesagt, nö, das sind ja meine Daten, was wollt ihr denn damit und so weiter und so fort. Bis wir es dann geschafft haben, wirklich aus den vielen Bereichen, die Andrea Hallmann eben benannt hat, diese Daten zusammenzuziehen. Und der große Vorteil ist, dann kann man mal ein ganzheitliches Bild einer Landschaft aufbauen. Nicht nur Wasserwirtschaft, nicht nur Landwirtschaft, sondern Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, urbane Entwicklung, all diese Dinge zusammen. Das kann man überlagern, da kann man viele, viele Analysefunktionalitäten eines Geoinformationssystems nutzen, um auf diese Art und Weise ja, die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Und am Ende war es dann wirklich so, ich glaube nicht, dass ich übertreibe, dass die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde gesagt haben, ja Mensch, wir haben ja die Daten auf dem Webserver, da können wir dies machen, wir können jenes machen, wir können solches machen. Und das war sehr, sehr hilfreich. Plus natürlich immer auch die Unterstützung der Wissenschaft, weil hier unten zum Beispiel in der Mitte sehen Sie eine Simulation des Bodenabtrages. Das basiert dann auf einem bestimmten Modell der Bodenabtragsgleichung. Das kann man dann zusätzlich mit einstellen und man hat viele gute Grundlagen, um ja, Entscheidungen über Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu treffen.
Das Ganze haben wir natürlich auch dann nochmal verschriftlicht, nicht nur in Videos, sondern in entsprechenden Berichten oder auch in ganz konkreten Empfehlungen, was man eben machen kann, so wie wir es eben in dem Film auch gesehen haben. Und da sieht man wieder den Transfergedanken. Ja, das ist hilfreich. Da kann man wirklich, es gibt Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Es gibt Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen, weil er ist da. Verhindern können wir ihn nicht. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das alle gemeinsam in den Griff bekommen. Ganz kurz, ein gegenwärtig laufendes Projekt spielt auch in diesen Gesamtzusammenhang mit hinein. Das ist das Projekt Starprax Regio, auch wieder so ein schöner Name. Es geht eigentlich um Düngepraktiken. Nun haben wir hier gar keine agrarwissenschaftliche Fakultät, aber wir hatten eine Anfrage bekommen vom Deutschen Wetterdienst, denn Landwirtschaft ist natürlich extrem abhängig vom Wetter. Bodendaten über ganz viele unterschiedliche Parameter bekommt man mittlerweile offene Daten, Open Data, umsonst. Und die Idee des eigentlichen Projektleiters, das sind wir gar nicht, wir sind da nur Projektpartner, war dann, wie kann man all diese Daten nutzen, um die Düngepraxis noch weiter zu verbessern, um zu verhindern, dass einfach pauschal ein Acker mit Nitratdünger behandelt wird, der dann im ungünstigsten Fall vielleicht zum größten Teil direkt ins Grundwasser gespült wird. Ja, und da haben wir dann eben auch einen entsprechenden Server aufgebaut mit Kartenmaterial, die meteorologische Daten vom Deutschen Wetterdienst, Bodendaten von geologischen Landesämtern oder die offene Daten mit einbeziehen, phänologische Daten, da geht es darum, wann beginnt eigentlich welche Pflanze zu blühen im Jahr, das ist für die Landwirtschaft extrem wichtig. Und das alles zusammenzubringen, miteinander zu verschneiden, um am Ende tatsächlich eine Düngeentscheidung zu treffen, ortsgebunden, wo muss wie viel gedüngt werden. Das hilft nicht nur der Landwirtschaft, also dem Landwirt selbst, der nicht ganz so viel Geld für den Dünger bezahlen muss, wenn es günstig läuft. Das hilft der Umwelt und insofern unterstützt es eine nachhaltige Entwicklung, übrigens auch deswegen, weil Ammoniak nicht in die Atmosphäre diffundiert, ein ganz wichtiges, also das Lachgas, ein ganz wichtiges Klimagas auch. Ne? Last but not least, ein kleiner Einblick. Jetzt sind wir ganz auf der studentischen Ebene. Wir hatten ein sogenanntes Teamprojekt. Da ging es um einen Solarkataster der Stadt Wernigerode. Andrea Hallmann hatte da Kontakt zur Stadt und die haben gesagt, Mensch, ne, ihr an der Hochschule, könntet ihr uns da nicht mal unterstützen? Und dann haben wir ein Team zusammengestellt über Studiengangsgrenzen hinweg, haben uns mit den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern zusammengesetzt. Wie ist das mit dem Solarkataster? Haben das erstmal eingeschränkt auf ausschließlich Gebäude der Stadt. Und Sie sehen da oben, ne, so, es fängt wirklich mit Papier und Bleistift an. Die Studierenden setzen sich dahin, machen sich Gedanken, sprechen das ab. Natürlich mit uns Professorinnen und Professoren, aber genauso auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Wernigerode. Und am Ende ist ein digitales System dabei herausgekommen, das es ermöglicht, für ein Gebäude, also ein Gebäude auszuwählen, sogar Unterstützung zu leisten bei der Ermittlung der Dachneigung und dann ein Ergebnis zu bekommen, für dieses Dach, so und so ausgerichtet in der und der Richtung, würde sich zum Beispiel, würde es sich lohnen, entsprechende Solarpanels aufs Dach zu setzen oder eben nicht. Ja, und auch das ist ein kleiner Beitrag, der helfen kann, ne, in der ganz normalen Lebenspraxis. Und ja, die Studierenden hatten, glaube ich, ziemlich Spaß an der Sache. Wir hatten dann auch noch rechtliche Fragen, die dahinter stehen. Ne? Es gibt zum Beispiel in der Stadt Wernigerode tolle Flächen, wo man Solarpanels draufsetzen könnte, wenn die Häuser nicht unter Denkmalschutz stehen würden. Und das sind dann so kleine Restriktionen, die man beachten muss. Ja, und dann geht es schon wieder weiter mit Droppi. Sehr vielfältig. Was wir uns an der Stelle halt aber noch wünschen würden und ich glaube auch im Sinne der Studierenden ist, dass wenn wir Projekte machen, dass sie dann auch weiter genutzt werden. Also wie können wir es schaffen, dass die Themen, die wir bearbeiten, noch viel bekannter werden und dass die Ergebnisse auch vielfältiger genutzt werden. Also ich denke, bei dem Solarkataster, da kann ja jeder mittlerweile, könnte das nutzen, um sein Dach da letztlich auch zu berechnen. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Potenzial, unsere Aktivitäten auch zu zeigen und noch mehr Personen halt nutzbar zu machen. Und
was wir hier mit diesen Beispielen einfach auch zeigen wollen, ist, wie vielfältig unsere Angebote sind oder was unsere Studierenden eigentlich leisten können. Also hier haben wir wieder ein Beispiel ausgewählt, wo die Studierenden der Medieninformatik im oberen Bereich für ein Bildungsprojekt, was ein kleiner Verein macht, nämlich die Gewässerlehrpfade, entwickeln, wo dann dort die zugehörige Webseite erstellt wird. Und dann eben immer mit den Mitteln, die wir hier auch vor Ort zur Verfügung haben. Und damit wird auf der einen Seite eben die Verbundenheit, unsere Studierenden müssen sich dann auch mit der Situation vor Ort beschäftigen, sehen, was es hier eigentlich alles gibt. Also es stärkt die Verbundenheit und auf der anderen Seite profitiert halt ein Verein von den doch Kenntnissen, den die Studierenden im Studium erwerben und können dort eben moderne Webseiten gestalten und für sich mit einsetzen. Ähnlich drunter ist das, was mir besonders gefallen hat, also ein Projekt Wirtschaftspsychologie, Medieninformatik, wo es darum ging, wie kann man denn das, was man tut, auch gleich erkennen, also wo sieht man denn gleich die Folgen seines Handelns, wo kann man denn erkennen, ob das, was ich gut oder schlecht im Sinne der Umwelt gemacht habe, wirkt. Und da wurde ein Spiel entwickelt, das hieß Droppy. Und es gab verschiedene Tropfen, also einmal der Tropfen, der im Wasser sich befindet, der Tropfen, der Trinkwasser darstellt, der Tropfen, der für die Bewässerung da ist. Und die Entscheidung, die man getroffen hat an einer Stelle in dem Spiel, führte dann immer dazu, ob der Tropfen traurig war, also ob es eine schlechte Entscheidung war oder ob er ein ganz glückliches Leben führen konnte. Also das heißt, wir haben ja Wirtschaftspsychologie, die sozusagen Entscheidungstheorien und solche Belohnungssysteme verbunden mit der Medieninformatik und zum Schluss kam Spiel raus, was eigentlich dann auch eingesetzt werden konnte. Und das zeigt einfach, dass wir sozusagen die unterschiedlichsten Studiengänge auch miteinander verbinden können, um Themen, die hier in der Region wirklich aktuell sind, miteinander zu verbinden. Und auf der anderen Seite ist unser Transfer auch Transfer in die Schulen. Also was wir, und das ist Transfer, der zum Teil, der auch im gegenseitigen Verständnis, also gegenseitige Nutzen ist. Wir sind der Fachbereich Automatisierung und Informatik, also wir beide, und wir suchen Studierende, die sich interessieren für sogenannte MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und diese anscheinend harten Fächer zu vermitteln und Interesse für diese Themen zu vermitteln, ist immer nicht ganz leicht. Das heißt, wir transferieren unsere Angebote, unsere Labore, unsere Übungen, unsere Praktikas in die Schulen und hoffen, dass dieses Interesse dann auch irgendwann wieder zurückkommt zu Studierenden, die dann wieder in der Region auch diese Themen vertreten können. Und das ist eigentlich wieder dein Thema. Also wir machen verschiedenste Veranstaltungen. Wollen wir den Film noch kurz zeigen? Oder sind wir schon zu weit fortgeschritten? Nö, ich denke... Sag noch was. Genau. An dieser Stelle haben wir auch noch mal ein kleines Video mitgebracht, wo es um ganz unterschiedliche Aspekte geht, ist auch nur ganz kurz, wo Sie aber jetzt aus unterschiedlichen Bereichen, Sie sehen da GPS-Track-Erfassung, physikalische Experimente, Filmszenen drehen, das Ganze ist unter dem Stichwort Movie Meets Technology auch auf YouTube abrufbar und auch da gucken wir nochmal. Test, ne? Also ich kann jetzt hier reingehen. Test. Guck mal hier in den Taschen, was nach Geocache aussehen könnte. Aber hier ist ja nichts gestellt. Oh, wow. Geschafft. Stell dich mal irgendwie nochmal ganz interessiert dahinter oder so. Haben wir das nochmal bekommen? Mit Applaus. Nächster Mal da. Ja. Roter Pulli. Da wir gerade von Donald Trump reden. Was denken Sie über seine Ehefrau? Ivanka? Nee. Melania. Meine Hauptaufgabe besteht im Kaffee trinken. Das ist natürlich Unsinn. Ja.
für solche Projekte nicht nur ja, ganz aktiv und lebhaft zu machen, sondern dabei auch ganz viele unterschiedliche Probleme zu lösen. Genau. Also diese Zusammenarbeit mit Schulen ist auch Transfer und es spielt für uns eine ganz wichtige Rolle. Wir tun uns auch mit anderen Akteuren in der Region zusammen, um mobile Labore, mobile oder transportable Versuchseinrichtungen zu schaffen und damit in die Schulen zu gehen. Also beispielsweise ein Lego-Club oder Wettbewerbe zu initiieren, in denen Studierende in dem Schüler zusammen mit unseren Studierenden auch arbeiten können. Also wir transferieren das Wissen der Studierenden auch in die Schulen und hoffen, dass das Interesse oder die Begeisterung, die wir für den Bereich MINT haben, die die Studierenden für den Bereich MINT haben, dann auch bei den Schülerinnen und Schülern ankommt und sie dann eben auch ein Studium in einem anscheinend häufig als schwierig bezeichneten Fach wählen. Genau, bevor wir dann in eine wohlverdiente Pause gehen, genau. Auch hier noch Ergebnisse aus Studierendenprojekten. Wir machen auch Lehrveranstaltungen, habe ich ja eben schon mal erwähnt, über die Fachbereichsgrenzen hinweg. Hier geht es um touristische Themen, also Lehrveranstaltungen am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in Verbindung mit Lehrveranstaltungen am Fachbereich Automatisierung und Informatik. Und das sind auch wieder studentische Projekte, wo zum Beispiel hier ein digitales Informationssystem, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, zu Direktvermarktern im Harz entstanden ist. Das ist sehr interessant für viele, könnte unmittelbar Verwendung finden. Oder andere Studierende haben sich mit der Harzer Wandernadel beschäftigt. Nun gibt es schon ganz viel zur Harzer Wandernadel, aber die hatten zum Beispiel den Gedanken, Mensch, wie ist das eigentlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr im Harz? Wie können wir das verbinden mit der Harzer Wandernadel, weil es ja durchaus interessant sein könnte, für wirklich nachhaltig lebende Menschen nun nicht mit dem Auto in den Harz zu fahren, sondern mit dem ÖPNV an eine Station, wo man dann eine Wanderung machen kann, vielleicht die ein oder andere Stempelstation ablaufen kann und dann von der Zielstation mit dem ÖPNV wieder abreisen kann. Das geht manchmal, aber leider nicht immer. Ja? Und da sehen Sie auch wieder viele interessante Aspekte, die man behandeln kann. Sollen wir erstmal jetzt in die Pause gehen? Wir machen das nochmal, danach ist tatsächlich die Pause. Gut, dann machen wir das noch und dann geht es in die Pause. Ja, um alle Fachbereiche gleich zu behandeln. Wir hatten ja schon das VTT-Netz, also diese Musterwohnung, die ja von einer Kollegin aus dem Fachbereich Verwaltungswissenschaften betreut wurde, haben wir jetzt nochmal ein spezielles Studierendenprojekt aus dem Fach aus Halberstadt ausgewählt, was im vergangenen Jahr stattfand mit dem Nordharzer Städtebundtheater. Und das Ziel war auch hier wieder, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Wie kann man die Kooperation zwischen Hochschule und dem Theater stärken, mit dem Ziel, dass das Theater mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hat und aber auf der anderen Seite wir auch als Standort wahrgenommen haben mit einem vielfältigen kulturellen Angebot. Und da scheint noch Potenzial nach oben zu sein. Das heißt, die Studierenden haben hier Umfragen gemacht und Maßnahmen entwickelt. Also die Frage ist, ob eben mehr Zusammenarbeit gewünscht wurde. Das wurde sozusagen ziemlich positiv gesehen. Dann, dass man das Theater auch als außerschulischen Ort nutzen könnte und dass die Verbindung zwischen dem, dass das Nordharzer Städtebundtheater vielleicht viel mehr bekannt gemacht werden müsste, um dort Studierende einzubinden. Also das heißt, hier haben wir ein ganz anderes Projekt, wie man Zusammenarbeit gestalten kann. Aber auch hier ist es wieder so, die Studierenden sehen aus ihrer Sicht Potenziale der Zusammenarbeit und versuchen sie dann auch in ihre Art der Analyse einzubeziehen. Und das machen wir jetzt mal, übergehen wir mal. Ein letztes Projekt, was wir hatten, war, dass wir natürlich immer wollen, dass wir auf Themen auch reagieren können, die vor Ort auch gebraucht werden. Projekte entwickeln, gemeinsame Projekte entwickeln, die auch die Bedürfnisse der Bevölkerung treffen, die Bedürfnisse der Verwaltung, der Unternehmen, der Tourismusanbieter treffen. Und das letzte Projekt, was wir gerade erst durchgeführt haben, war, dass wir versucht haben, die Bevölkerung im Oberharz zu befragen, was wären denn Projekte, die ihr sie gerne mit
uns als Hochschule zusammen machen würdet. Und dazu haben wir dieses Plakat entworfen und wir wollen Sie eigentlich in die Pause entlassen mit der Bitte, dass wenn Sie Ideen haben, die Sie hier nicht ganz öffentlich äußern wollen, dann können Sie dort unsere Pinnwände nutzen, um auch Ihre Vorstellungen, Pläne, Ideen, Wünsche für uns aufzuschreiben und die können wir dann vielleicht in die nächste Runde unserer Transferprojekte mit aufnehmen. Dann erstmal eine schöne Pause.
Test. Okay, vielen Dank. Gut, also vielen Dank für die Hinweise, die sich dort auch an der Wand finden. Nicht alles können wir lösen, aber vielleicht ergibt sich das eine oder andere Projekt raus und insbesondere, wie der Wissenstransfer von den Älteren zur jüngeren Generation passieren kann. Vielleicht ist das tatsächlich auch eine Überleitung dann zu unserem Citizen Science Projekt, was das letzte Thema ist. Wir haben, jetzt kommt quasi ein Bruch, ein Projekt, das sind keine Studentenprojekte, sondern ist ein anderer Punkt des Transfers, ob wir oder wie es uns gelingt, unsere Studierenden und andere innovative Menschen in der Harzregion auch zum Gründen zu bewegen, also neue Ideen, neue Geschäftsideen zu entwickeln und diese dann auch in unserer Gesellschaft umzusetzen oder in unserer Region umzusetzen, Arbeitsplätze zu schaffen, eine attraktive Region zu schaffen. Und da muss man sagen, dass aktuell die Region Sachsen-Anhalt und auch Thüringen, mit denen wir da in dem Bereich zusammenarbeiten, jetzt nicht unbedingt zu den Vorreitern gehören, was das Gründungsgeschehen betrifft. Obwohl wir ja Hochschulen haben, liegt Sachsen-Anhalt und auch Thüringen nicht in dem Vorderfeld. Das heißt, also es gelingt uns noch nicht, dieses Potenzial, was wir hier an jungen Leuten haben, dazu zu nutzen, dass sich so eine Gründerregion, dass sich ein Gründergedanke entwickelt. Und das ist eigentlich eine Aufgabe für die Zukunft, dass wir viel mehr Gründungen, sogenannte Start-ups, in der Region entwickeln, Gründer unterstützen, miteinander die vernetzen, damit sie sozusagen sich auch wohlfühlen hier in der Region. Und deshalb hat die Hochschule Harz und die Hochschule Nordhausen ein Projekt gestartet, was Harz Startup heißt, um sozusagen den Gründern das Gefühl zu geben, dass sie hier in der Region willkommen sind. Also Gründung, ein sogenanntes Gründerökosystem zu schaffen, also bestehende Gründer miteinander zu vernetzen, sie zu ermutigen, im Erfahrungsaustausch zu kommen, auch an Informationen, neue Technologien, an Nachwuchs auch zu kommen. Das bildet alles ein Gründerökosystem ab, dass Gründungen auch wirklich sozusagen einen Nährboden haben, um sich zu entwickeln. Und dieser Nährboden, der wirkt aber nur dann, wenn wir auch es schaffen, dass unsere Studierenden das Gründen als eine Option sehen. Also wenn man heutzutage, also unsere Studierenden im technischen Bereich fragt, wo wollen sie gerne hin, dann höre ich meistens VW oder BMW, also irgendeinen großen Automobilkonzern, obwohl ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann. Aber das sind sozusagen große Unternehmen, wo unsere Studierenden gerne Karriere machen wollen. Viel spannender ist ja eigentlich dieses selber was aufbauen, selber entwickeln, und diesen Spirit haben wir aber noch nicht genug mitgegeben, und deshalb gibt es noch ein zweites Projekt, auch den Gründerwald, der die Studierenden bei uns sozusagen langsam ranführt und sie begleitet, um Gründungen zu ermöglichen. Also das heißt, das sind unsere zukünftigen oder aktuellen Transferprojekte, die sich damit beschäftigen, dass wir in der Harzregion viel mehr Gründungen haben, dass die Hochschulen sozusagen als Motor für Gründungen wirken. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass wir uns dazu auch Partner suchen. Also ich hatte schon gesagt, das Projekt Harz Startup wird von den Hochschulen Nordhausen und der Hochschule Harz getragen, im Verbund mit den Wirtschaftsjunioren, mit dem IGZ, mit den Wirtschaftsförderungen der Region. Das heißt, wir als Hochschule wollen nicht alleine sagen, das ist der Schlüssel, so machen wir das jetzt, sondern wir suchen uns immer Verbündete innerhalb der Hochschule, aber auch darüber hinaus. Und ein ganz neues, spannendes Projekt, wo auch beide Hochschulen dann wieder zusammenarbeiten und das wir heute hier noch vorstellen, weil es vielleicht jeden quasi ein bisschen bewegt, was wird mit dem Wald. Da hat sich in Blankenburg, vielleicht haben Sie es in der Zeitung schon gelesen, die Future Forest Initiative gegründet, ein Ökosystem, eine Gründerförderung, ein Gründerinkubator, also ein System, wo Gründungen unterstützt werden sollen und die aber den Fokus auf speziell Lösungen für den Wald legen. Also wie kann man den Wald
der Zukunft gestalten. Und dann denkt man sich natürlich, was macht die Hochschule Harz? Wir haben weder Forstwirtschaft noch Agrar da in dem Bereich. Aber eigentlich ist es, die Zukunft des Waldes wird auch mitbestimmt werden von Automatisierern, von künstlicher Intelligenz, von Informatik, Geoinformationssystemen. Das heißt, wir werden auch Teil dieses Gründersystems sein. Also das heißt, für uns ist es wichtig, die Ideen, die wir haben, die Potenziale, die wir haben, in Gründung, also für Gründung zu motivieren, aber auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das Gründerökosystem Future Harz, das wollten wir hier kurz vorstellen, weil das ist sozusagen ein Thema, wo wir ganz intensiv zusammenarbeiten für die Region, weil das Thema Wald, ich glaube, das bewegt mittlerweile jeden. Es ist einfach wahnsinnig, was für eine Dynamik dieses Engagement für den Wald jetzt aufgenommen hat. Und unser erstes, Europas erstes Acceleratorprogramm für Wald und Klima hier im Schloss Blankenburg aufmachen. Wir haben spannende Keynote-Speaker, Professor Dück, wir haben Andreas Kieling, den Naturfilmer, der uns nochmal vor Augen führt, warum ist der Wald überhaupt schützenswert? Für was machen wir das alles? Wir haben aber auch Startups, die ihre Lösung präsentieren. Und die wollen jetzt ihr ganzes Know-how, ihr Netzwerk für den Wald und fürs Klima einbringen. Aus ganz Deutschland kommen Fondsinvestoren, Business Angels und werden sich mit den Startups vernetzen. Der Wirtschaftsminister wird hier sein. Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Wir investieren in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr 2022 ca. 10 Millionen Euro in die Wiederaufforstung. Das sind 1.500 Hektar. Wir müssten aber im Moment 50, vielleicht sogar 100.000 Hektar Wald in Sachsen-Anhalt anschauen, die beschädigt sind, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, finanziell auch am Ende des Tages. Das heißt, es ist ein Riesenaufwand. Wir kriegen das nur über Gespräch und Vernetzung hin. Es ist unsere Aufgabe als Förderbank, wirklich dazu beizutragen, Veränderungen zu gestalten. Unsere Überzeugung ist, dass es nicht ohne neue Ideen geht, ohne Startups, ohne junge Unternehmen, die sich neuen Konzepten zuwenden, sodass der Wald auch in Zukunft seine Funktionen wahrnehmen kann. Wir haben Exkursionen, wo die Startups live im Einsatz hier oben im Wald zeigen, wie ihre neuen Technologien, ihre Innovationen und wie das hier alles wirklich im Wald funktioniert. So this is the uncoated seed, fine seed as an example. And this is our coated seed. So we have this thin film bio-based material on the seed. It has a moisture retaining material, so actually when it comes in contact with water, it swells up to form a kind of gel capsule that also has nutrients and other like beneficial microorganisms that help the plant germinate and establish. Ich bin besonders auch an technischen Lösungen interessiert. Wir als Waldbesitzer, wenn wir beispielsweise auch mit diesen Ökosystemdienstleistungen irgendwo in einen Markt wollen, dann müssen wir Herr über unsere Daten sein. Wir brauchen Datenpunkte im Wald, um überhaupt auch aussagefähig zu sein. Ja, zum Beispiel, ich weiß überhaupt nicht, was im Waldboden passiert. Es ist immer schwierig, den Waldbodenzustand, also das, was während des ganzen Jahres stattfindet, erfassen zu können, weil das sehr dynamisch sein kann. Und dazu haben wir eine IoT-Sensorik, einen Funksensor aufgebaut, der Bodenfeuchte und andere wertvolle Klimaparameter messen kann und nutzen das im Modell, im Ökosystemmodell, um die Reaktion der Pflanzen auf lokale Klimaschwankungen abbilden zu können. Klimawandel schreitet voran, wir kriegen es mit, wie viele Waldbrände es dieses Jahr gab und es wird in Zukunft zunehmen. Wir müssen also schnell Erfolge haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über das, was der Steuerzahler machen kann, was wir als Land machen können, was der Bund machen kann, hinaus auch andere Wege finden. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir alle miteinander reden. Und deswegen finde ich, so ein Forum, wie es hier ist, ideal. Jeder ist herzlich eingeladen, sich mit seiner Expertise, mit dem, was er kann, ob es Kapital ist oder ob es Know-how ist, hier eben auch mit einzubringen.
Genau. Ja, also das, denke ich, ist sozusagen für uns eine Möglichkeit, uns mit wieder neuen Akteuren zu vernetzen und sozusagen nicht nur über das Aufforsten den Wald wieder zu entwickeln, sondern ganz viele innovative Lösungen. Und da gehört eben die Zusammenarbeit von ganz unterschiedlichen Fachbereichen dazu. Und das wird eine unserer, denke ich, ganz wichtigen Aufgaben für die Zukunft sein, dass wir dort junge Gründerinnen und Gründer motivieren, wirklich auch sich an diesen Zukunftsthemen zu beteiligen. Das war es zum Thema Gründung und wir kommen schon zum letzten Punkt des unseres Schnelldurchlaufes und was wir uns unter Transfer vorstellen. Der letzte Punkt ist eigentlich, was wir schon mehrfach angesprochen haben, das ist ja keine Einbahnstraße, sondern Forschung, Ideen sammeln. Dazu braucht es halt viele engagierte Mitwirkende und nicht nur die Wissenschaftler, die sozusagen an Hochschulen und Institutionen arbeiten, können oder sollen diese Wissenschaft gestalten, sondern jeder könnte sich als der Interesse hat an neuen Themen, an spannenden Themen, kann sich als Bürgerwissenschaftler verstehen. Und leider gibt es da immer wieder diese englischen Begriffe. Also Bürgerwissenschaft hat sich nicht so durchgesetzt bislang, sondern wir sprechen immer von Citizen Science, was letztlich das Gleiche ist. Citizen Science umfasst die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses. Und das kann wirklich ganz verschiedenste Themen betreffen. Alles aus dem Bereich der Nachhaltigkeit ist da adressiert und das, was ich von uns gelesen habe, auch das Wissen von Älteren spielt dort eine ganz besondere Rolle. Und die Beteiligung kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Also das steht hier auch von der, muss ich mal zwei weitermachen, also die Beteiligung kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Das Einfachste ist die unterste Ebene, was hier steht, als passive Mitwirkung, also dass man sagt, ich interessiere mich dafür, ich gebe das Wissen weiter, ich engagiere, ich motiviere andere mitzuwirken. Der nächste Schritt ist die etwas höhere, etwas weniger schon beteiligen sich daran, aber es ist noch spannender, es selber mitzuwirken, an Umfragen mitzuwirken oder Dinge zu beobachten und die zu dokumentieren. Also vielleicht kennt jeder, vielleicht haben Sie es schon mitgemacht an dem Stunde der Wintervögel, also wo man aufgefordert ist, in seinem Garten Vögel zu beobachten und die zu dokumentieren und an den NABU zu schicken. Das wäre so eine aktive Beteiligung. Das nächste wäre Co-Produktion, also dass man gemeinsam auch Dinge entwickelt und Wissenschaftler und Bürgerwissenschaftler gemeinsam arbeiten und das, was vielleicht wirklich die oberste Stufe der Bürgerwissenschaft ist, dass man selber sagt, das ist meine Fragestellung, ich plane das Projekt so und gehe dann auf die Wissenschaftler zu. Also ich denke, die meisten Projekte, die jetzt so stattfinden, finden in dem Bereich, dass Bürgerinnen und also die Bürgerwissenschaftler und die Wissenschaftler zusammen an einem Thema arbeiten. Und hier fehlt jetzt meine Seite ab, doch hier. Dort oben in der Ecke, wer sich dafür interessiert, was das eigentlich bedeutet, der kann auf die Seite Bürgerwissenschaften oder Bürgerschaffen Wissen gehen. Dort sind so viele spannende Projekte notiert vom Tagfaltermonitoring oder von der Erfassung, wo sind welche Arten von Mücken gefunden worden oder von historischen Daten, die erfasst werden sollen. Also es gibt mittlerweile so unheimlich viele spannende Projekte, an denen man mitarbeiten kann. Und wir sind ja jetzt hier an der Hochschule in unserem Bereich und auch wir haben schon sozusagen Erfahrung in Citizen Science. Und ist das der Film, oder? Ja, genau. Aber ich könnte noch drei Worte vorweg sagen. Genau. Sie erinnern sich vielleicht, dass Frau Heilmann bei den Projekten Klimpass aktiv diesen Bodenabtrag, dieses Ereignis in Riestedt erwähnt hat. Da haben wir dann zum Beispiel von Bürgerinnen und Bürgern, als wir vor Ort uns das betrachtet haben,
gelernt, naja, früher gab es da Wallhecken, die sind aber alle entfernt worden, damit man riesengroße Ackerflächen hat. Und von riesengroßen Ackerflächen kann natürlich viel mehr Boden erodieren im Fall von Starkregen als von kleineren Ackerflächen. Es gab früher sowas wie ein Mulden-Rigolen-System in der Stadt Sangerhausen. Das hat man zubetoniert, weil man ja bessere Möglichkeiten hatte. Und so kommt man auf die Idee, oh, stopp mal, vielleicht war doch früher gar nicht alles schlecht. Es gab da gute Ansätze. Und das, was unter Bürgerwissenschaft gemacht wird, zeigt eben auch ganz besonders schön so diese Grundidee von Transfer und Third Mission. Da fiel mir gerade ein, Sie kennen ja unseren Campus hier, hier wird auch ganz viel gebaut. Aber was hier eben nicht gebaut wird, ist ein Elfenbeinturm. Ne? Also die Hochschule ist nicht mehr im Elfenbeinturm, die Hochschule will in die Gesellschaft. Und ich glaube, mit diesem Potpourri von Beispielen haben wir gezeigt, dass man viel machen kann und alle können viel machen. Und das ist für die Wissenschaft dann wieder sehr sinnvoll. Corina ist ein Projekt, das gibt es schon recht lang. Es geht um die invasiven Neophyten. Das sind die Pflanzen, die jetzt im Rahmen des Klimawandels hier in unsere Region gelangen. Hier gibt es sogar auch einen Projektvorschlag zu den invasiven Neophyten. Das passt also sehr gut. Und auch hier sehen wir jetzt nochmal in einem kleinen Filmbeispiel diese schöne Verbindung von neuen Technologien, Möglichkeiten, die Sie mit Ihrem Smartphone haben, um zum Beispiel dazu beizutragen, dass wir eine gute Datenbasis bekommen, Daten, die wir dann wieder auswerten können. Wir als Corina beim UFO e.V. kartieren daher invasive Neophyten in Schutzgebieten und beobachten deren Ausbreitung. Weil wir das allein gar nicht schaffen, brauchen wir die Hilfe der Leute vor Ort. Außerdem werben wir dafür, dass invasive Neophyten nicht mehr gepflanzt werden und auch mit bisher nicht invasiven Neophyten vorsichtig umgegangen wird. Unsere Internetseite von Corina bietet alles Wissenswerte über Neophyten und deren Verbreitung. Mit der Corina-App für Mobilgeräte kann jeder Neophytenforscher werden und mit seinen Fundmeldungen zum Wissen über diese interessanten Pflanzen beitragen. Genauso wie wir Menschen dafür verantwortlich sind, dass in natürlichen Prozesse eingegriffen wurde, indem wir die neuen Pflanzen hierher brachten, müssen wir nun auch Verantwortung dafür übernehmen, bedrohte Arten und Lebensräume vor den invasiven Neophyten zu schützen. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Kommt wirklich über diese App alles zur Verfügung gestellt, was man braucht, wenn man denn interessiert ist. Das ist natürlich auch immer eine wichtige Voraussetzung und kann solche Neophyten unmittelbar an diese Corina-Leitstelle, an den Corina e.V. senden. Und wir haben diese Daten dann zum Beispiel auch wieder auf unseren Map-Server im Rahmen des Projektes Klimpass gestellt. Da kann jeder das einsehen, aber man kann diese Daten eben auch benutzen, um sie mit anderen Datensätzen zu kombinieren und mit Analysemethoden neue Erkenntnisse über einen Lebensraum zu erlangen. Da sieht man diese Ergebniskarte. Jedes Symbol, was Sie da sehen, diese vielen bunten Rechtecke, Dreiecke, beschreiben ganz bestimmte Neophyten. Und Sie sehen da zum Beispiel, dass Sie zu all diesen Pflanzen entsprechende Informationen bekommen. Und man kann da Schlüsse ziehen, ne? In welchen Bereichen siedeln sich welche Neophyten besonders stark an, was könnten die Gründe dafür sein, da muss man dann wieder die Experten zusammenholen, aber ohne diese Daten könnten die Experten eben auch nicht allzu viel tun. Das ist Bürgerwissenschaft, wie sie im Buche steht. Und das ist eine sehr interessante Sache. Ja, und jetzt, nachdem wir zu Anfang ein bisschen mehr Zeit gebraucht haben, sind wir schon fast am Ende. Ich übergebe nochmal an Andrea Heilmann mit unserer Vision der Hochschule Harz. Genau. Also jetzt staune ich ein bisschen, dass wir so schnell fertig geworden sind, aber vielleicht war der zweite Teil, hätten wir noch viel mehr zu sagen können. Wir haben versucht, jetzt mit unserem vielfältigen Beispiel mit den Filmen zu zeigen, dass die Hochschule in die Region hineinwirken kann und das auch gerne tun möchte. Also das heißt, so wie man sich Hochschulen vielleicht früher vorgestellt hat, in so einem Elfenbeinturm mit einem Zaun drumherum, wo das Wissen produziert und immer in eine elitäre Gruppe weitergegeben wird, das ist sozusagen nicht mehr die Vision, sondern, also kein Zaun, sondern die Vision ist eigentlich eine andere Art von Zusammenarbeit. Also wir als Hochschule
Wir als Lehrende, als Professoren, als Studierende, wir wünschen uns, dass wir in die Region hineinwirken können. Und im Rahmen eines anderen Workshops, an dem ich letztens teilgenommen habe, haben wir sozusagen als Lehrende uns mal überlegt, was ist denn eigentlich Transfer? Wie könnte das aussehen? Wie könnte eine Hochschule, die offen ist und mit der Region agieren möchte, eigentlich aussehen? Und wir stellen uns eigentlich vor, dass es kein Haus, kein Turm mehr ist, sondern dass wir mit unseren Labors, wie wir es bei FabUnity machen, in die Schulen, in die Verwaltung gehen, dass wir sozusagen vor Ort auch Messungen machen, gemeinsame Messungen machen, dass wir zusammenarbeiten und gemeinsam auch Projekte entwickeln, sei es Forschungsprojekte, sei es Studierendenprojekte. Und Sie haben aus unserem Vortrag ja hoffentlich gehört, dass wir so vielfältige Möglichkeiten haben, das zusammenzumachen. Und wir wollen natürlich auch unseren Beitrag zu einer Regionalentwicklung leisten. Das heißt, wir selber als Hochschule wollen uns regional entwickeln, möglichst autark die Energieversorgung umstellen, auch da wieder unseren Beitrag zu einer Regionalentwicklung leisten. Muss jetzt kein Windrad sein, aber jede Art von erneuerbaren Energien. Und eben der letzte Punkt ist, dass wir sozusagen in der Region fest verankert sind und dort gemeinsam die Region halt weiterentwickeln. Also keine Zäune, sondern offenes Zusammenwirken mit der Region. Und willst du noch was sagen? Weil das wäre jetzt so auch die Frage abschließend, ja, wo stehen wir, wie sehen Sie uns dazu, was gibt es für Hinweise von Ihrer Seite, wie wir dorthin kommen zu einer solchen zukünftigen Entwicklung? Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem anderthalbstündigen Potpourri unterschiedlicher Projekte, die hier durchgeführt wurden oder gerade durchgeführt werden, einen Eindruck verschafft haben, dass wir tatsächlich hier nicht vor uns hin muckeln, sondern dass wir das mit der Gesellschaft zusammentun, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Akteuren. Das wollen wir eigentlich auch noch stärken, weil wir mittlerweile wissen, beide Seiten oder die vielen Seiten profitieren davon. Ja, das war es von unserer Seite. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen jetzt, oder wir sind auch noch 10 Minuten hier, wenn Sie persönlich mit uns was erörtern wollen, gerne. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Vielleicht, da kommt eine. Ja, ich möchte mal folgendes Thema noch in den Raum stellen. Und zwar ist es, glaube ich, so, dass jeder Bürger täglich etwa 3-mal mit der Landwirtschaft zu tun hat in seiner Versorgung. Und ich muss bemerken, dass die Landwirtschaft heute eigentlich zu wenig bekannt gemacht wird. Denn die Umstellung in der Landwirtschaft ist ja im Moment sehr groß. Da hängt ja vom Klima ab, wissen wir ja. Ja. Und da sollte also zukünftig doch mehr bekannt gemacht werden, um welche Dinge es eigentlich in der Landwirtschaft geht, damit die, sagen wir mal, tägliche Versorgung auch in dieser Richtung versichert wird. Das Ausland wartet natürlich darauf, dass unsere Landwirtschaft wenig produziert. Ja, das käme sofort von allen Richtungen nach Deutschland. Aber wir können ja auch sehr mit unserer Landwirtschaft machen. Und das vermisse ich eigentlich immer ein bisschen in den ganzen Fragen, die heute stehen. Also Umwelt und Landwirtschaft gehören ganz eng zusammen. Und die müssen also einiges darstellen und die Bedeutung besonders herausarbeiten, damit jeder weiß, was also hier in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Dankeschön. Ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir hatten ja ein kleines Beispiel eines Projektes, wo wir landwirtschaftliche Themen aufgreifen. Das ist aber beileibe nicht das Einzige. Der Kollege Stolzenburg, der da links vor Ihnen sitzt zum Beispiel, der ist auch da unterwegs, um zum Beispiel Getreidekrankheiten mithilfe von Drohnen zu erkennen. Das sind so die technischen Aspekte. Aber das macht man ja alles auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern eben um zu erkennen, wo gibt es Defizite, wo kann man was besser machen und wo können wir unsere Umwelt schützen. Ja? Und klar, dieses pauschale Urteil, Landwirtschaft ist schlecht für die Umwelt, das hilft keinem weiter. Ne? Wir müssen irgendwelche Wege finden, wo wir zum Beispiel den Düngemitteleinsatz, den Herbizid, den Pestizideinsatz reduzieren, trotzdem aber immer eine gewisse landwirtschaftliche Produktion aufrechterhalten, weil unser Brot wollen wir alle essen, um es mal so zu sagen. Das ist ganz wichtig, ja. Gut, gibt es noch weitere Fragen?
Im Moment nicht. Dann können wir nur sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie durchgehalten haben. Und ja, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir stehen gerne noch für Fragen ja, zur Verfügung. Klar. Auch im Nachgang. Das war's dann.